Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ein bisschen was Interessantes, wenn wir hier schauen. Wir sind ja gerade dabei, die Banditenherausforderungen zu machen. Überfalle 3 beliebige Kutschen oder liefere 3 beliebige Kutschen beim Hehler ab. 2 von 3 haben wir schon. Ich habe das gegoogelt, vorab schon mal. Und im englischen Text steht, im Nachhinein noch, in a day. Also an einem Tag. Das steht hier nicht. Und nachdem das hier auch nicht aufgefüllt ist, habe ich so die Befürchtung, dass der englische Text richtig ist und der deutsche hier falsch. Einfach falsch ist. Ich meine, bei V Rising gibt es auch so ein ähnliches Problem. Da steht zum Beispiel, bei der Menschenform, dass im englischen Text steht, dass diese Menschenform sehr viel Blut verbraucht. Im deutschen Text steht das nicht. Und wenn das hier stimmt, und ich sage, bei V Rising ist ein kleines Spiel, wahrscheinlich auch ein kleines Entwicklerteam, lasse ich mal einreden, wenn die Übersetzung nicht 100% akkurat ist, immer, überall. Vor allem, weil sie auch nicht einfach 1:1 übersetzt ist, glaube ich, sondern doch ein bisschen anders geschrieben ist auch. Aber bei so einem AAA-Spiel ist es ein No-Go. Das ist ein absolutes No-Go. Vor allem, weil du es dann nie weißt. Denkst du, hey, ich habe eh... Mach mal jetzt irgendwas anderes, ja. Und dann vergehen ein paar Tage und du denkst du, hey... Warum ist das weg? Hä? Machst du es noch einmal und... Und wirst du es aber so nie erfahren, außer du googelst das. Was halt da nicht steht. Das ist einfach schlichtweg falsch. Bei einem AAA einfach nicht zu akzeptieren, vor allem steht 1:1 dasselbe da wie im Englischen, nur dass einfach da im Englischen steht in a day und hier steht es nicht. Ne? So, also wäre es ganz gut, wenn wir jetzt noch hier irgendwo eine Kutsche finden. Uns fehlt noch einer. Und zwar bald. Warte mal, da hinten ist doch einer. Können wir die nehmen? In einem Lager. Nee, können wir nicht. Da ist nämlich kein Pferd dran. Das bringt uns nichts. Da kommt ein Reiter. Easy now. Kutsche, komm schon, aber eine Kutsche. Okay, jetzt können wir wieder essen. Weil wir immer noch voll sind mit dem. Da kommt eine Kutsche. Ist nur einer da, einer dran. Der reitet weg. Die Kutsche reitet woanders hin. Shit, 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 shit. Halt. In der Gegend. 3 Treffer. Ja, und genau jetzt spawnt da hinten eine Kutsche, ne? Ist genau jetzt gespawnt. Da ist die nächste. Keinen interessiert es momentan. Wahrscheinlich erst wenn wir dort sind, erst dann denkt er sich, oh nee, da ist jemand anderes. Den werden wir gleich mal anzeigen. Oder auch nicht. Der Tote ist auch schon weg. Nein, 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 nicht kaputt machen.
brauchen das Ding in einem Stück. Kutsche überfallen lohnt sich gar nicht. Halt, habe ich gesagt. Mann. Kutschen hier abliefern lohnt sich schon eher, wenn man gut drauf aufpasst. $40, ansonsten scheinbar 25. Also das hängt wohl nicht von der Kutsche an sich ab, sondern einfach nur... jetzt haben wir es gar nicht geplündert. Das hängt wohl nur davon ab, wie, in welchem Zustand die ist. Looks fine. Das ist 25. Jo. Ah, da steht's. Kutschen an einem Tag. Da steht's. Da steht's. Schwarz auf weiß. 3 von 3 Kutschen an einem Tag. Ausgeraubt oder verhehlt. Sammle. Ja, hohes Kopfgeld ansammeln. Das, und in der Beschreibung steht's nicht. Also das geht einfach nicht. Also Qualitätssicherung in dem Spiel ist dermaßen unterirdisch. Das glaubt einem keiner. Steht weder hier im Text, dass man das machen soll, noch steht es unten bei den Tasks. Jo, viel Kopfgeld anhäufen. Naja, ich schätze mal, das wird der Banküberfall dann für uns erledigen. Und wir werden jetzt mal zu Dutch gehen. Eh noch. Hey, you're okay, girl. Fährt mal ein Zug. Gibt's da noch was anderes? Ah ja, Handschuhe. Wie das hier da rumpackt einfach. Warum sollte man sich die Handschuhe ausziehen? Oh Mann! Ein Banküberfall! Nee, Blödsinn. Stimmt ja gar nicht. Erstmal kommt der Bronte und ins Wasser gehen wir hier nicht. Ja, Krokodil hat sich schon gefreut. Beruhig dich, dummes Tier. Okay, wenigstens haben wir noch das richtige Outfit mit. Heaty like anyhow. I have no idea, but I hear it's paradise. Arthur, hopefully this is us. Come on. Bill and Lenny coming up with. Right you are. And John.
1, 2, 3, 4, zu 5. Wow. Junge, Junge. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys got to prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Alligator. Danke, Thomas. Pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come on, quick. Und wir haben wohl genau die Waffen, die wir uns ausgesucht haben. Hey, da drin ist eine Waffe. Mit John, Lenny, Bill und Dutch. Das geht gut. Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Okay, wir zu John. Let's go. I said you're with John. Ja, ja. Sind wir hier. Oh, das sind Wachen, nicht dass uns die sehen. John, halt den Kopf unten. Was, und die haben die nicht gesehen jetzt, ja? Junge, Junge, da Dutch ist ja genau an, zu in den seinen Sichtbereich gerannt. Ja. Sollen wir hier gehen? Ja. Ich hab selbst so einer. Jetzt super, jetzt habe ich die falsche Waffe. Arrivederci, ja, das allerdings, ne? So, darf ich jetzt meine Waffe wieder haben, oder? Wo ist meine Waffe? Mann! Ich will nicht die haben. Schön.
nichts mehr übrig. Das ist eine Tür, ne? Jupp. Mann! Toll, ich kann nichts machen, ne? Lasst eure Waffen liegen. Mann, die machen es einem echt schwer. Ja, mache ich schon, keine Sorge. Lass mich kurz mal. Was zum John? Noch einmal und ich knall dich ab. Das gibt's doch nicht, oder? Ich krieg die nicht. Okay. Haben wir sie? Okay, jetzt haben wir sie. Gut. Beeilt euch! Feuer! Boah, die Pistole ist gut, sie ist richtig gut. Fuck. Sucht wegen Entführung. Boah. Go, 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 go. Und wir haben natürlich Kopfgame. Ne? Dutch, dein Hut. Go, 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 go. Und dringend mal zum Büchsenmacher unsere Waffen reinigen. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, they weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country, you are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are
so right! They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of! Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you! You repulsive little maggot! Was war noch für den Alligator hier, ha? Für den großen Alligator. Da kommt dich einer. Jesus! Part of your philosophy books cover feeding the fellow. The goddamn alligator, Dutch. Naja, der hat uns verraten. Weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Naja, he had it coming. ...20 Kopfschüsse hätte man braucht. Durch solche jeder... Ja, wenn ich nicht weiß, wo er ist, ist die Chance hoch, dass ich ihn zu früh erwische, ne? Also... Okay, das hätten wir erledigt. Das heißt, als nächstes kommt dann wohl... ...der Banküberfall dran. Aber das erst im nächsten Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.